Mein Herz geht kaputt. Das ist so süß. Hi, ihr Süßen da draußen. Es ist Winter. Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe schon ein Video eben gerade gemacht rund um Schnee, wie schön Schnee ist und wie stressig doch sonst so die Weihnachtszeit sein kann. Und vor allem war das Video eine Liebeserklärung an den Schnee. Und ich hatte schon eine kleine Ankündigung gemacht, dass ich noch eine Liebeserklärung machen muss. Und zwar eine Liebeserklärung einmal an einen Verlag und einmal an ein spezielles Buch. Ich fange mit dem Buch an. Ich habe mir nach langer Zeit mal wieder rausgesucht Daddy Langbein von Jean Webster. Das ist ein unfassbar altes Buch. Es ist 1912, bin ich der Meinung, rausgekommen. Und wie ihr seht, habe ich hier eine recht ramponierte alte Ausgabe. Aus den 63er Jahren, also von 1963. Wie gesagt, das Buch ist tatsächlich noch älter, also die Geschichte von Jean Webster an sich. Es geht um Jerusha Abbott bzw. Judy Abbott. Das ist ein Waisenmädchen. Sie ist allerdings auch schon 18 Jahre alt, 18, 19. Sie war vorher, wie gesagt, in einem Anstalt für Waisenkinder, wurde nie adoptiert, kennt ihre Eltern nicht. Und dann gibt es einen Aufsichtsratsmitglied oder einen Herrn, der eben immer wieder Geld in dieses Institut gibt, an dieses Institut gibt und der sonst immer nur Jungs protegiert, bis er dann einen Aufsatz von der Jerusha hört und daraufhin beschließt, erstmalig auch ein Mädchen zu protegieren. Er schickt sie nun aufs College und das Einzige, was sie machen muss, ist, ihm monatlich einen Brief zu schreiben mit ihren Lernerfolgen. Er möchte gerne, dass sie Schriftstellerin wird und ist der Meinung, mit diesem Üben des Schreibens, dass sie da ihren Stil verbessern kann. Er wird ihr niemals antworten, sie kennt ihn nicht, sie hat ihn noch nie gesehen. Das Einzige, was sie mal erahnt hat, war ein langgezogener Schatten von ihm, wo eben seine Beine und Arme sehr, sehr lang aussahen, woraufhin sie so eine Assoziation mit diesen Weberknechten hatte. Und dazu muss ich sagen, ich mag keine Spinnen. Trotzdem, das finde ich wieder cool. Hier muss ich euch eine kleine Stelle geben. Daddy Longlegs ist der volkstümliche Ausdruck für die langbeinige Mauerspinne, die im deutschen Volksmund Schneider oder Weberknecht heißt. Daddy Longlegs wörtlich übersetzt wäre Vati Langbein. Wir verwenden in Zukunft das Wort Daddy Langbein. Es gibt hier so kleine Anmerkungen ab und zu mal, die das Ganze einfach nochmal erklären, was sehr, sehr niedlich ist, weil damals eben davon ausgegangen worden ist, dass die Deutschen kein Englisch konnten. Also wird auch so etwas wie Daddy mit übersetzt und nochmal Vati mitgegeben. Und auch so etwas wie das Wort Campus wird als College-Gebiet, wo die Gebäude draufstehen und so etwas. Das wird hier einfach nochmal mit erklärt, was ich sehr, sehr süß finde. Einfach das nochmal zu sehen, wie sich Sprachgebrauch und auch Sprachverständnis über 100 Jahre hinweg doch verändert hat. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Aber sieht trotzdem so schön aus. Egal. Sie schreibt fleißig Briefe an ihn rund um ihr Leben, macht auch ab und zu mal eine kleine Zeichnung rein und das ist einfach so ein wohlig warmes, schönes Gefühl. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diesen Schreibstil. Ich mag diese Art von Büchern, die so in Briefform geschrieben sind und ich mag Bücher, die eben die Themen haben wie das 19. Jahrhundert bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts, Waisenkinder, Mädchenheime, Internate, Gouvernanten, mittellose Mädchen, die dann einfach Glück erfahren, kreative Kinder, die auch mal den Mund aufmachen dürfen, kreative Mädchen, die einfach mal, ja, mit Witz und Humor ihre Persönlichkeit ausleben dürfen. Sie schwärmt von Kleidern und ist sich aber wohl bewusst, dass sie einem wahrscheinlich älteren Herrn schreibt, den das Ganze nicht interessiert und der sie für furchtbar eitel halten wird. Aber es ist einfach so herrlich schön. Oh, draußen ist ein Eichhörnchen. Oh mein Gott, mein Herz geht kaputt. Das ist so süß. Oh. Ich finde diese Geschichte ganz, ganz großartig.
Es ist für alle Fans von zum Beispiel Georgette Heyer etwas oder ich bin ja auch so begeistert von Das Geheimnis von Ashton Place. Für alle die, die das genauso cool finden, könnte auch das hier etwas sein. Oder für Leute, die süchtig sind nach solchen Serien wie Annie with an E. Leute, tada, bitteschön. Es kam mir eher so auf dieses Gefühl drauf an, was dieses Buch hinterlässt. Genau dasselbe Gefühl habe ich eben wie bei Serien wie zum Beispiel Annie with an E. Auch, wo es um Mädchen geht, die einfach mal ein bisschen eitel sind, die ihren eigenen Kopf haben, die sich durchsetzen. Und dieses Damals-Gefühl. So, ich habe jetzt lange Zeit geschwärmt. Ich möchte euch noch etwas zu dieser Ausgabe an sich sagen, denn die ist ja noch doch ein bisschen ungewöhnlich. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr alte Ausgabe von 1963. Die ganze Story ist noch älter, wie ich es auch gesagt habe. Und ich liebe dieses Buch. Es ist alt und fleckig. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen. Da. Noch mit richtigen Fäden gebunden. Da. Zerknickt ohne Ende. Und vor allem hat bereits ein Hund dran genagt. Sprich, meine ersten 10 Seiten sind nicht wirklich zu lesen. Dafür ist halt eine Widmung von meiner Mama drin. Sie hat es mir nicht unbedingt geschenkt, sondern eher so eine Leihgabe gegeben. Und es steht halt für meine und mein Name drin. Hab dich lieb, deine Mama, November 2008. Im November 2008 war ich bereits 16, 17. 17? Über dieses Nachrechnen, das ist so schlimm. Ich habe ein großes Faible für diese Art von Ausgabe, die allerdings jetzt langsam wirklich auseinanderfleddert. Und nun kommt Liebeserklärung Nummer 2. Denn der Königskinder Verlag hat dieses Buch neu aufgelegt. In einer unfassbar schönen Variante. Ich besitze sie leider nicht, ich besitze nur diese Leseprobe, aber genau so sieht das Buch aus, eben mit diesem Zylinderschnitt und in dieser wunderschönen Farbgebung. Ich meine, der Königskinder Verlag macht einfach immer unfassbar schöne Bücher. Und dass sie lieber Daddy Longlegs neu aufgelegt haben und den Kindern von heute diese Geschichte von vor über 100 Jahren wieder zugänglich machen und damit dieses Buch nicht in Vergessenheit gerät, sondern zu einem Klassiker erhoben wird, macht mir einfach das Herz genauso schön, wattig und liebevoll. Es quillt über, wie es sonst eben weiße Schneeflocken tun, die vom Himmel fallen. Danke, Königskinder Verlag. Ich habe es in der Buchhandlung gesehen und es hat mich fast zu Tränen gerührt, weil ich es so unfassbar schön finde. Ich habe mich daraufhin halt wieder hingesetzt und dieses Buch angefangen zu lesen. Ich muss euch ganz, ganz dringend noch ein Kapitelchen draus sagen, auch wenn dieses Video eventuell ein bisschen zu lang wird. Aber ich finde es so schön. Und damit ihr einfach mal wisst, was ich meine mit diesem besonderen Schreibstil und dieser Art von damals. Am Vorabend. Lieber Daddy Langbein. Sie sollten sehen, wie dieses College studiert. Wir haben vergessen, dass wir je Ferien hatten. Das noch mit SZ. Ich liebe diese Ausgabe. 75 unregelmäßige Verben habe ich in den letzten 4 Tagen in mein Hirn eingetrichtert. Ich hoffe nur, sie bleiben bis nach dem Examen. Einige der Mädchen verkaufen ihre Lehrbücher, wenn sie damit fertig sind, aber ich will meine behalten. Wenn ich dann mein Examen habe, wird meine ganze Ausbildung in einer Reihe im Büchergestell stehen. Und wenn ich irgendeine Einzelheit brauche, kann ich mich ohne das geringste Zögern an sie wenden. Es ist so viel einfacher und genauer, als zu versuchen, sie im Kopf zu behalten. Oh mein Gott, ja. Julia Pendleton kam heute Abend herein, um einen gesellschaftlichen Besuch zu machen und sie blieb eine geschlagene Stunde. Sie kam auf das Thema Familie und ich konnte sie einfach nicht davon abbringen. Sie wollte wissen, was meine Mutter für eine Geborene war. Haben Sie je eine Frage gehört, die gegen ein ehemaliges Waisenkind so unverschämt ist?
Ich hatte nicht den Mut zu sagen, dass ich es nicht wisse. So verfiel ich in meiner Verzweiflung auf den ersten Namen, der mir kam, und das war Montgomery. Dann wollte sie wissen, ob ich zu den Massachusetts Montgomerys oder den Virginia Montgomerys gehörte. Ihre Mutter war eine Rutherford. Die Familie kam in der Arche Noah herüber und war durch Ehe mit Heinrich dem VIII. Verbunden. Auf der Seite ihres Vaters gehen sie weiter zurück als Adam. Auf den obersten Ästen ihres Familienbaums befinden sich eine besonders hochstehende Rasse von Affen mit sehr feinem seidigen Haar und ungewöhnlich langen Schwänzen. Ich wollte Ihnen heute Abend einen netten, vergnüglichen, unterhaltsamen Brief schreiben, aber ich bin zu schläfrig und zu verängstigt. Das Los eines Freshmen ist kein glückliches. Ihre im Begriff examiniert zu werden, Judy Abbott. Meine Mama möchte die Story eigentlich ganz gerne wieder haben, aber ich gebe diese Variante nicht wieder her. Tut mir leid, Mama. Ich habe auch gesehen, dass es von Jean Webster noch ein zweites Buch, ebenfalls von Jerusha bzw. Judy Abbott, gibt. Sie findet ihren Namen Jerusha ganz, ganz blöd und gibt sich deshalb selbst den Namen Judy. Und zwar Lieber Feind. Das möchte ich auch unbedingt noch lesen und da finde ich das Cover fast noch schöner. Da besitze ich keine Leseprobe und ich habe keine Ahnung, wie man hier Sachen einblendet, deshalb lasse ich das. Guckt auf jeden Fall mal unten in die Infobox, da verlinke ich euch alle Varianten, die ich finde. Damit und hoffentlich mit einem annähernd wohligen Gefühl, wie mir es diese Bücher hier beschert haben, wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt, ob ihr neugierig daraus geworden seid oder zumindest schlau aus meinem gestammelten, überschwänglichen Schwärmen. Und bitte schreibt mir auch auf jeden Fall eine Empfehlung, was euer Buch ist. Dass dieses besondere Etwas hat, das euch ein so wohlig, warmes, schönes Gefühl in der Herzensgegend hinterlässt, das euch einfach zum Schwärmen, zum Staunen und mit leuchtenden Augen zurücklässt. Ich wünsche euch auf jeden Fall Bücher mit solch einem wohlig warmen, schönen Gefühl und viel Vorweihnachtsfreude, leckere Plätzchen und tolle Seiten in Büchern. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.